Grüß euch. Sebi, online kommen, los. Hi, guten Abend. Schön, dass ihr da seid. So zahlreich. Hi Dennis, bin schon, sehr gut. Ich finde, wir sollten zum Anfang unbedingt... Hey Türksat, grüß dich. Auch mal wieder da. Hammer, hey, lange Zeit her. Wie heißt es? Ich bin der Meinung, dass wir gleich erstmal ein paar Geschäfte ausrauben. Und ein paar Bullen abknallen. Aus dem einfachen Grund. Weil wir... Warum ist die Käppi so schief? Komisch. Sieht nur irgendwie sehr komisch aus. Weil wir dadurch kleine Geldsummen zwar sammeln, aber ich Erfahrung bekomme. Ich habe ja noch nichts. Cosplay geht leider nicht. Yannick, du musst nicht spammen, bitte. Du hast eben mit mir gespielt. Ich weiß leider nicht, wer das war. Ich habe nicht auf den Namen geachtet. Ich spiele eigentlich... Nee, ohne Panzer. Sibi. Etwas schwerer. Mensch. Ein normales Fahrzeug reicht vollkommen aus. Zack. Ich habe ein eigenes Haus. Die Bude gab es übrigens umsonst. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich auch sehr froh darüber, dass ich für diese Bude nichts bezahlen musste. Und ich habe mir gedacht, ich dachte so, hey, weil ich ja jetzt ein eigenes Haus habe, brauche ich natürlich auch eigene Autos. Und so zum Anfang habe ich mir gedacht, dass diese zwei wunderschönen Autos eigentlich die perfekten Anfangsfahrzeuge sind, oder? Alleine dieser McLaren-Verschnitt ist sowas von geil. Und dann diese wunderschöne alte Corvette. Boah, ein Traum. So, So, ich verlasse einmal die Online-Sitzung und starte eine private. Hast du die Premium-Version von GTA? Nicht, dass ich wüsste. Da fragst du mich jetzt was. Da fragst du mich was. That ain't fair. But hey, baby, I'm just trying to tell you I care about you. You care about yourself. I need someone real in my life. We wasted years on this bullshit and you still the same. Sind die gekauft oder geklaut? Die sind gekauft, natürlich. Für 0 Euro. Tschüss, mach's gut. So, direkt hinterher gehen und feststellen, sie ist nicht mehr da. Ah doch, die hat wahrscheinlich das Taxi genommen. Denke ich mir mal zumindest. Ah ne, das war ja hier. Mein Gott. Den Turismo gratis. Okay, cool. GTA Online spielen, geschlossene Freundesitzung. Nein, ich möchte kein Geld gedroppt bekommen. Überhaupt nicht. Nein, danke. Nicht hingucken, ich mache mich sauber. Für 0 Euro einen Wagen kaufen? Ja! Der Wagen hat nichts gekostet. Bam! Total fresh. Wie findet ihr meine erste Bude? Ich finde die eigentlich ganz schick. Und zwar habe ich die hier im Internet gefunden unter... Moment. Reisen und Transport habe ich Legendary Motorsport geöffnet nach... Dankeschön. Und hier gibt es die Sportwagen umsonst. Weil ich irgendeine Version habe. Ich weiß aber leider nicht, welche Version. Irgendwas Besonderes. Ich hatte auch eben $1 Million geschenkt bekommen. Dafür habe ich meine Corvette, die ich hier habe, bereits gekauft. Hi Leon, grüß dich.
Das sind halt die Fahrzeuge, die es umsonst gibt. Wobei der Bentley-Verschnitt schon ziemlich geil ist, muss ich sagen. Starterpack. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welches das war. Auf jeden Fall hatte ich die da drin und ich fand das cool, dass ich umsonst Fahrzeuge habe, wisst ihr? Das ist für mich schon eben cool. Ich habe was umsonst bekommen. Da freut man sich. Hi Sky, grüß dich. Ah, die gibt es jeden Spieler monatlich. Ja, siehst du? Das sind alles Sachen, die ich gar nicht weiß. Ist das hier eigentlich? Nein. Oh, ist das ein geiler Wagen. Oh. Wir brauchen unbedingt ein anderes Haus, Leute. Boah, der Sound ist ja wohl geil. Ach so, sorry. Kriegst du. Moment, ich guck kurz die Einladungen durch, die E-Mails, blab, blab, blab. Damit das nicht die ganze Zeit nervt. Die Einladung kommt jetzt direkt. Sebi, ich lade dich ein. Boss, it's your office manager. I've come across some opportunities that you might want to look at. Sourcing high-value vehicles for SecuroServe and selling them on for pure profit and getting some garage space in the building on Dynasty 8. Come by the office and I'll show. Okay, dann sollten wir demnächst mal beim Office vorbeischauen. Ja, ne? Das sieht aus wie ein Männerauto. So. Ich fahre mal ganz kurz zu diesem wunderschönen Laden hier. Ich sehe auch vor allen Dingen nicht so aus, als ob ich jetzt noch irgendwie eine Bank überfallen muss. Boah, ist der Wagen schön. Die Schaltzeiten sind was lang. Seit wann ich wieder in GTA unterwegs bin? Seit ein paar Tagen. Ab Samstag oder so ist Nini auch dabei. Wird mega. Oh. So. Moin moin. Holen wir hier unsere erste Kohle ab. Oh no, not again. Okay, okay. I know the drill. Nichts again. Los, schneller. I swear this happens at least once a week. Stupid. Danke für die Waffe. Komm raus hier. Hi Sebi. Sollten wir natürlich gucken, dass wir relativ gut hier wegkommen. Hi there, this is Brent. Boah, die Karre ist so schnell, das ist unfassbar. Oh, 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 oh. Schießt ein Helikopter auf uns? What the fuck? So, jetzt bekommt der Wagen auch Luft. Natürlich durch die Aktion haben wir jetzt den Sebi verloren. Hey! Alex, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Natürlich bin ich online in GTA. Ich hoffe einfach, dass die Pimmel uns hier nicht erwischen. Oh fuck, die kommen hier runter, oder? Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh. Rang erhöht. Warte, Sebi, ich komme zu dir. Ja gut. Alex, es freut mich, dich wirklich zu sehen. Schön, dass es dir gut geht. So, ich lade mal die Leute ein, die jetzt gerade noch hier sind. Ich glaube, der Leon wollte mitmachen, habe ich gerade gelesen. Laden wir erstmal den Leon ein. Hi. Erster Raub. Bam. Wie lange mache ich heute noch Sky? Das ist eine gute Frage. Guck mal, da kommt die Polizei. Was ist kaputt mit dir? Geil. Herrliche. Ja, Alex, es geht nach oben. Unfassbar, dieses Abo-Tief ist überwunden und wir generieren momentan täglich ungefähr 5 bis 6 Abonnenten. Ich bin da auch tierisch froh drüber. Sebi, hast du auch Heist? Also verfügbare? So wie du möchtest, Sky. Mit Vorbereitung, ist okay. Kein Problem. Warte, ihr habt doch... Sebi, du hast doch bestimmt ein Mikro, oder? Lass mal in Discord gehen. Hi Opa, grüß dich und ich wünsche dir auch noch einen schönen guten Abend. Vielen lieben Dank, dass du trotzdem da warst. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier einstelle, damit ich wieder Sound habe. Okay, irgendwie funktioniert das gerade nicht. Ah, doch. Ah, okay, so. Mal kurz gucken, ob Sebi hier irgendwo zu finden ist. Moin Leon, grüß dich. Du bist 8 Monate Mitglied, mega cool. Chevin ist da. Hallo Liebling, grüß dich. Was man mit den Namen meint? Hi, grüß euch alle. Ich glaube, ihr könnt der Lobby einfach beitreten. So viel ich weiß. Ich glaube, das ist Sebi. Wenn ich mich nicht irre. Muss ich mal schauen, wie ich dich hier hinzugefügt bekomme. Okay, machen wir anders. So, nee, das ist aber jetzt eine doofe Anzeige. Dankeschön. Ich glaube, das dürfte funktionieren. Wenn ich dir das so schicke, dürftest du joinen können. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Von dem Neuen auf dem Discord.
Wow. Das ist wirklich ein ziemlich komischer, dummer Name. Cash. Jetzt habe ich wieder eine gerade Zahl im Konto und du wieder hoffentlich ein Lächeln im Gesicht XD. Vielen lieben Dank für 1,52 Euro Trinkgeld. Geht nicht, Sibi. Siehst du den GTA Online-Bereich unten? Da müsstest du beitreten können. Theoretischerweise. Hi, hi. Okay, cool. Ich höre Sebi nicht. Moin. Jetzt höre ich dich, aber du bist extremst leise. Moment. Rede nochmal. Hallo. Jetzt kam nichts an. Hallo. Oh mein Gott. Nein, Spaß. War alles perfekt laut. Okay. Jetzt warst du wieder ganz leise. Ich glaube, hast du ein Headset? Ja. Beweg das Mikro mal ein bisschen näher an deinen Mund. Das hackt zu schnell ab. Weiter geht nicht. Ja, so ist ja optimal. Ah ja, beweg dich, sonst wirst du gekickt. Ja, schon passiert. Ah, super, ich auch. Ja, wenn ich ja raus bin, ist meine Sitzung ja weg. Ich denke mal, dadurch wirst du auch gekickt. Aber Türksat, vielen lieben Dank dafür. Wirklich. So, nochmal kurz gucken. Ne, eine Einladung muss ich nicht annehmen. Jonas können wir annehmen. Also es tut mir leid, ich mag deinen Namen überhaupt nicht. Und das geht mir auch auf den Senkel, wie man sich so nennen kann. Dich schmeiße ich raus. So. Nicht böse gemeint, aber sowas geht mir echt gegen den Strich. Ich verstehe solche Namen nicht. Man kann sich vernünftig nennen. Bist du gelandet in welcher Sitzung? Muss ich jetzt mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob ich in meiner eigenen. Im Social Club Opaganda falls ich Gamer 111333. Aber schön, dass Alex schon 8 Monate Mitglied ist. Ich frage mich, was die Leute ohne Mitglied machen. Ich glaube, ich bin in einer öffentlichen Moment. Ich schmeiß mich selbst raus und mache eine eigene. Okay. Ist am einfachsten. Aber ich finde... Was sagst du? Bei mir ist jemand in der Sitzung, er verfolgt mich. Muss ich tatsächlich noch lauter machen. Ich habe dich jetzt auf 200%. Oder kann ich hier die Sprache, Audio, Ausgabe, Lautstärke... Ah, hier kann ich noch ein bisschen dran fallen. Sag mal was. Hallo? Das ist unfassbar, du bist so leise. Egal, aber ich verstehe dich, das ist das Wichtigste. Falls ihr ihn nicht verstehen solltet, kannst du dich nicht einfach Hubi-Fan nennen. Ich habe tatsächlich noch einen Account, auf dem ich nur Hubi-Fan heiße. Nur dadurch, dass ich meinen Account vergessen habe und im Nachhinein erst eingefallen ist, dass dieser Account auch noch existiert. Tja. Problematik entstanden. Jetzt mache ich kurz die Audioeinstellungen im Spiel leiser. Nein, keine Musik. Böse. Radio aus. Sehr schön. Online. GTA Online-Spiel, Gesetzung geschlossen, so. Wolfgang, du bist genervt, das ist nicht schön. Warum bist du genervt? Gamer 111333, da oben siehst du es. Dürfte von nichts verblendet sein. Wenn du kein Spielverderber bist, wirst du immer wieder eine Belohnung erhalten. Oh, das ist aber nett. Danke, Spiel. Von dir
habe ich noch nie was gesehen. Du bist dann also ein Spielverderber. Benimm dich also. So. Ich bin gerade am Überlegen, wenn wir die, also wenn ich die Quests von Lester mache, meines Wissens, bekomme ich dann die Möglichkeit, auch heiß zu starten. Dazu brauchst du aber ein Apartment mit Planungsraum. Mit Planungsraum, ne? Da muss ich mir eins kaufen. Ja. Okay, aber du hast sowas bestimmt schon, ne? Ja. Gut, dann plan mal. Muss man mit dem Browser in den Discord-Server, so wie du möchtest, entweder mit der App, mit dem Browser, das sei dir komplett überlassen. Ja, meine Figur ist zu doof, um über ein Gebüsch zu springen. Super. Ist das jetzt... Das gibt's nicht. Ich bin gefangen in einem Gebüsch. Ich brauche kein Alcatraz, wo man mich einsperrt. Das ist super. Ich suche mal dein Apartment. Anderer Spieler, Apartment eines Freundes. Das ist so mehr am Strand. Am Strand? Ja. Eher oberhalb der Mat? Ach, da oben bist du dann wahrscheinlich. Im Norden, ne? Nee, in der Stadt. In der Stadt, aber am Strand. Ja. Da, wo auf der Steg ist. Dankeschön. Ich krieg wieder Leckerchen. Ich verhungere nie. Pizzastangen, geil. Da, wo das Riesenrad ist? Ja. Oberhalb oder unterhalb des Riesenrads? Ziemlich auf selber Höhe. Dann wird es das sein. Du kannst auch in eins der drei Autos einsteigen. Ach ja, das... Du weißt tatsächlich nicht, was du machen sollst. Fahr einfach hinterher, Wolfgang. Dieser Audi-Verschnitt, ne? Herrlich. Und komm in den Discord. Da machen wir ein paar Überfälle, verdienen ein bisschen Geld. Das war fast schön. Das sah echt bis zu den Mülleimern und dem Briefkasten optimal aus. Es liegt an der Planung von der Stadt, nicht an mir. Ach so, natürlich, das erklärt's. Und ich dachte, es lag an dir. Tut mir leid. Das war, du gestern angefahren wurdest, ne? Aber ohne Spaß, du hast wirklich zugeguckt. Das haben wir schon. Ich vergleiche immer die Leute mit dem Chinesen. Wie ich einfach kein Symbol habe von dir, dass du in deinem Haus bist. Private Session, ja? Lol, du hast mich eingeladen, aber ich habe gar nicht zugestimmt. Ich muss jetzt in dein Haus. Ja. Das ist schon hart. Können andere denn jetzt auch hier rein? Ah ne, ich kann die ja einladen, so war das. Gucken dir an, wie Schickers hat. 5 Chosen. Hör mal, das sieht aus, als ob du Humor wärst. Du hast nur eine gleiche Hose. Du hast BHs hier hängen. Was ist los mit dir? Nein, ich möchte es nicht wissen. Ist okay. Hier ist eine Ananas. Auch geil. Ach komm. Plan mal. Ist egal, was für eine. Okay. Leon, kommst du denn noch in den Discord und Michi... mich sein Peter, also Peter, kommst du auch noch? Vielleicht ist das einfacher zu erklären. So, jetzt warte, bitte. Ja. Ich habe immer noch eine Pistole. Aber ist nicht schlimm. Ich bin damit vollkommen zufrieden. Ja, jeder... Leon Pro 12, Discord, hops. Hüpf in die Disco. So, ich denke mal, alle sind fertig. Nee, ich nicht. Okay. Hallo, Peter. Oh, Peter hat kein Mikro. Ich höre nichts. So, jetzt. Oh mein Gott. Hallo. Super. Sebi total leise, Peter.
erstmal Gehör weg. So, jetzt glaube ich, kannst du reden. Nice. Ohne dass ich sterbe. Wo kann ich beitreten? Ja, Leon, wo bist du? Hier unten, GTA Online. Ich kann dich nicht bis da bringen. Leider, das geht irgendwie nicht. Außer du gehst in irgendeinen Sprachchat, dann geht das. Komm zu uns, Leon. Sei ein Mitglied. Gib einfach Ausrufezeichen Discord, dann bekommst du den Link. Oder guck in den Chat. Da müsste der auch sein. Kommt noch City Car Driving? Heute nicht. Die Tage bestimmt. Da hat jemand... Ah, da ist Leon. Muss er noch die Regeln akzeptieren und dann ist er bei uns. Dann sind wir, glaube ich, komplett. Dann sind wir vollständig. Jo. Hallo. Grüß dich. Moin. Warte, noch nicht starten. Warte. Erhöhe kurz die Bitrate vom Channel, damit wir alles klar und deutlich verstehen. Sag mal lieber Hallo. 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 Moin. Geil, Leon haut mir auch die Kopfhörer weg. So. Herrlich, wir können. Ich wurde rausgeworfen. Nur weil ich kurz... Ah, leck mich doch, echt. Bist du noch drin, Sebi? In der Planung? Und dann kannst du mich ja einfach einladen. Hab ich. Ja, es geht noch nicht. Hi an alle. Hab schon lange Abo, aber nie zugesehen. Ja, ist ja nicht schlimm. Muss jeder selbst entscheiden. Ubi, nein. Nochmal bitte sagt Rockstar. Rockstar! Warum soll ich Rockstar sagen? Habe ich das falsch verstanden? Nach der super langen Zeit kenne ich wenige Leute, weil ich kann mir Namen nie merken. Noch nicht mal böse gemeint. Ich glaube, Peter hat mich eingeladen. Hast du mal LSPDFR gemacht? Ja, tatsächlich. Das weiß ich, das GTA 5. Willst du meinen Rockstar-Namen haben, Alex? Meinst du das? Verstehe ich dich da richtig? Ah, da sind wir doch. Du darfst. Gefängnisausbruch. Ich flieg nicht. Von mir aus fliege. Ja, ich kann ruhig fliegen. Also, ihr habt das gestern gesehen vielleicht. Ich bin der Top-Heli-Pilot. Nicht, aber... Das Problem ist einfach, solange man so ein niedriges Level hat und keine Flugerfahrung und dann fliegen möchte, das ist sowas wie... Möchte einen werden, außer ich. Also ich auf jeden Fall nicht. Ja, ich würde dann... Ich bin mal der Bodentrupp. Jetzt sind wir einer zu wenig, denke ich. Ich glaube, der Bodentrupp ist tatsächlich nur einer. Nein. Doch. Bodentrupp ist über Teamlimit. Okay, dann gehe ich noch rüber. Okay. Sonst hätte ich gesagt, werde ich Pilot, ist kein Problem. Hätte ich auch noch irgendwie hinbekommen. So, ich brauche eine Tarnung. Wie falle ich am wenigsten auf? So. Gibt es keinen Müllsack als Kopfbedeckung? Das wäre schon cool. Eine abgenutzte Sturmhaube, das passt. Getuntes Fahrzeug. Nehme ich mein Turismo, so. Los geht's. Egal.
Oh, das musst du selber wissen, ob du das Spiel kaufen möchtest. Ja, wir beschweren uns einfach schriftlich bei Rockstar, dass ich die ganze Zeit rausfliege. Ich finde das eigentlich okay. Ich bin für die Beschwerde, wirklich. Gut ist auch... Ah, jetzt habe ich eine Karte, endlich. Nein, Sibi. Ich habe was Schöneres. Ich nehme den Sportwagen. Okay. Ist zwar nicht meiner, aber ich nehme ihn trotzdem. Hier ist deiner. Ah. Peter klaut meinen Wagen. Ne, Fall Guys habe ich mir noch nicht geholt. Dann, herrliches Auto. Im Regen, perfektes Auto. Ist fast wie Mustang fahren. Genauso bescheuert. Ich denke, jeder weiß, was er tun muss. Ja, ich fahre jetzt einfach zu dem gelben Punkt. Genau. Mehr weiß ich von dem Auftrag auch nicht. Weiß denn einer, wie lange der ungefähr geht? 12 Stunden. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Ja, ja. Ja, kommt drauf an, wie oft wir fällen. Kein Mal. Wir sind Profis. Peter regelt das. Ich schieb's jetzt einfach auf dich, du musst das jetzt klar machen. Was war das für eine Scheißaktion, du Penner? Oh, diese Pizzastangen für Kinder, ne? Die schmecken so... Nini macht Eigenwerbung. Barschatz, das ist echt gemein. Oh. Wo seid denn ihr lang? Ach da. Naja. Alex meint, die dauert ungefähr 20 Minuten, wenn es gut geht. Also können wir mit 2 Stunden rechnen. Super. Ist immer noch besser als mit denen, die ich sonst zocke, die da fällt man so circa einmal 10 Mal. Ja gut, das passiert hier nicht. Ich bin da. Ich habe eine Pistole. Insbesondere bei Jonas, der ist gerade auch im Livestream zuguckt. Die Frage ist, wenn es gut läuft. Alex, es läuft immer gut. Und der Turismo ist schon geil. Den würde ich auch noch in echt fahren. Ist was tief, aber sonst? Ich bin auch der einzige Mensch, der sagt, dass ein Auto zu tief ist. Ich werde gleich von meinem Schatten überholt. Das liegt daran, dass eine Lampe irgendwo an ist. Das ist dir bewusst, ja? Stimmt. An alle, die es nicht wussten, Nini macht einen 8-Stunden-Livestream am Samstag. Unter anderem wird sie auch eine Bank ausrauben. Ich hoffe in GTA. Natürlich. Leider. In allen anderen Bezügen würde ich sie auch unterstützen. Ich meine, schnelles Fluchtfahrzeug haben wir ja. Auffällig, aber schnell. Es sollte nur nicht regnen an dem Zeitpunkt. Ja. Es sollte sonnig sein, der Tank sollte voll sein und die Grenzen offen. Ich habe keine Markierung mehr. Es steht da jetzt im Ferne alle Vagos vom Flugfeld. Ich warte mal lieber hier. Jo, ich bin unterwegs. Dann entfernen wir mal alle Vagos vom Flugfeld. Wie entfernen wir sie denn? Alt F5? Ach du Scheiße. Ja. Wer dreht sich denn da? Peter. Super. Und aber ich hab nichts gesehen. Er hat halt diesen super Sportwagen, will angeben. Ja, genau! So. Ich leg mich hier hin und ihr kümmert euch um den Rest. Okay. Leg dich hin, sterb. Du auch. Krass, dass die Leute nicht direkt sterben. Ich klaue mir hier die Waffen.
hab ja keine eigenen. Ah. Oh, die ist schön. Minigun. Uzi. Minigun wäre auch gut. Oh! No. So, Leute, kein Teamleben mehr. Irgendeiner hat einen Tank neben mir gesprengt. Ich weiß nicht. Ich sehe den Typen hier nicht hinter dem Gebüsch. Wo ist der? Da. Sag mal, wir haben doch gerade eben schon alle besiegt. Ein Schuss bin ich tot. Das ist nicht gut. Ich hau ab. Okay, bin tot. Aber hey, wir haben 700, also ich habe 760 Dollar verdient. Ja, ich auch. Seht ihr? Schon hat es sich gelohnt. Jetzt nicht Enter drücken, das passiert öfters bei mir. Sonst, fällt, also jetzt geht die Mission wieder weg. Na, Bind, du bist nicht zu spät. Wir sind erst einmal gestorben. Also alle anderen, ich nicht. Ich habe voll überlebt. Ich wurde wieder vom Auto angefahren. Genau. Jetzt sag nicht, wir starten wieder hier vorne. Ah ne, das ist direkt hier am Anfang. Hat sich erledigt. Ich stehe, alle haben so geile Waffen und ich stehe wie ein Trottel mit einer Pistole hier. Ah doch, wir müssen da wieder hinfahren. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das kostet 50 Euro, ne, der Schaden. Was soll ich denn sagen? Ganz... Tja, Peter sagt am besten nix. Er ist unter die Holzfäller gegangen. Leon ist extra bei mir eingestiegen, damit er überlebt. Ja, genau. Ah, wir müssen die Maske auch aufziehen, ne? Ja. Ja, super. Dass uns keiner von den Leichenblut erkennt. Fall um, du auch. Liegen bleiben. So. Herrlich. Ja, natürlich, alles läuft immer reibungslos bei uns. Ja, Peter, ich meine, Feuerkraft kann man nie genug haben, ne? Oh, ja, den hätten wir noch gebraucht. Hast du das Flugzeug kaputt gemacht? Mhm. Ah, super. Ja, passiert. Irgendwas war doch mit Pilot und so, ne? Das war's. Ja, ich mein, läuft. Rückwärts, aber läuft. Immerhin ist das Flugzeug als erstes geflogen. War das jemand mit einer Minigun? Die vielleicht ein bisschen außer Kontrolle war. Eventuell. Vor allem, wie ich aussehe wie ein Spacko mit der Brille. Was denn? Das ist Corona. Du machst eigentlich alles richtig. Ich wollte gerade sagen, jemand klaut mir mein Auto. Oh. Tja. Und der Leon denkt sich, komm, der Herbert, der fährt schon in die richtige Richtung, dem fahr ich einfach hinterher. Ist bei euch gerade auch die Kamera so komisch? Bei nö. Mir ist die so ruckelig. Du brauchst jetzt auch keine Ausrede zu finden. Ich fahr absichtlich überall gegen, ach so. Können wir nicht einfach das Flugzeug klauen und gut ist? Oh, Entschuldigung. So. Wieso steht der wieder auf? Ich hab ihn überfahren.
Ihr seid vor allen Dingen an zwei vorbeigelaufen. Herrlich. Habt ihr gehört? Die Mission ist das Flugzeug. Also knallt das bitte nicht ab. Komm doch aus dem Scheißding da raus. Ich hab einen Bug. Er lebt noch. Immer noch, immer noch. Mein Gott. Ja. Hi Oliver, ich grüße dich. Nö, dann stirbt er nicht. OP. Soll ich das Flugzeug schon mal klauen? Oh fuck, da kommen ganz viele. Wechsle doch die Waffe. Kann mir einer erzählen, wenn ich die mit einer Schrotflinte kille, dürften die doch theoretischerweise nicht mehr aufstehen, oder? Eigentlich nicht. Also das ist so der Sinn der Schrotflinte. Irgendwas habe ich verpasst. Ah, den habt ihr, super. Oh fuck. Da ist noch ein Auto. Von irgendeinem werde ich angeschossen. Ach, da hinten sind zwei. Fall doch um. Danke. Irgendeiner hat mein persönliches Auto kaputt gemacht. Das stelle ich euch allen in Rechnung. Noch lacht ihr, bis ihr die Quittung erhaltet. Herrlich, ich mit der Pistole. Wobei, die gut ist. Die macht zwar nicht so viel Damage. Das kann doch nicht sein, dass der hier vorne wieder aufgestanden ist. Leon zockt mit, Michi, ach Micha, mein Gott, Peter und Sebi. So, was müssen wir machen? Einsteigen? Einsteigen, wechseln. Ich glaub schon. Okay, ich bin kein Pilot, ich steig nicht als erstes ein, das könnt ihr knicken. Und er steigt auf der Fahrerseite ein, klar. Ich würde sagen, ihr Piloten geht rein. Ich kann nicht einsteigen. Okay, ich muss... Leck mich am Arsch, ich bin Pilot. Das gibt's nicht, ich sehe es gerade. Ihr müsstet mitfahren. Geht nicht. Ich muss da. Ja. Achtung. Ich muss raus. Ich muss das Ding liefern. Alleine. Och, leck mich am Arsch. Da sind Autos auf der Landepiste und alles. Kann die alle mal. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen. Mein Gott. Super, das wird super interessant. An alle Zuschauer, ich habe keinen Flugführerschein. Ja, nur noch das gelbe Ding da hinten. Du musst das Ding nicht besteigen, du musst es nur wegfahren. Danke. Jetzt müsste einer unser so, haut rein. Ja, wird lustig. Oh mein Gott. Das Ding zuckt so dermaßen. Lass alle mal ins Insertion. Bitte? Lass mal alle ins Insertion. Das sieht aus, als ich irgendwie Parkinson beim Fliegen habe. Das ist ganz schlimm. Boah, fuck. Wo muss ich denn landen? Wo ist denn der Flughafen hier? Ich hab den gerade nur kurz gesehen. Ach, das ist gar nicht da. Okay. Fahr doch mal die Lande... die... Ich weiß nicht, wie das geht. Mit G. Ah, ja, siehst du. Danke. Dann wird der auch was stabiler, ne? Ja. Hey, sehr gut. Dankeschön. Das ist wichtig.
Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Bin zwar nicht über den Wolken, aber ist egal. Ich find's übrigens toll, dass ihr drei Piloten seid und ich der Bodentrupp und ich muss als Bodentrupp das Flugzeug wegbringen. Ich wollte es nur erwähnen. Ich find's vollkommen okay. Der Flughafen GTA 5 ist in Los Santos. Wie lange geht der Stream noch? Noch ein bisschen, wir haben ja gerade erst angefangen. Schön sieht's hier aus. Kann das Ding ein Looping? Na, ich probier's nicht. Eine Rolle schon eher. Eine Rolle würde gehen. Sollen wir eine Rolle probieren? Achtung. Flieg lieber hoch, bevor du im nächsten Baum hängen bleibst. Nix da. Rolle klappt. Looping klappt bestimmt auch. Boah, da wird mir persönlich schon schlecht. Boah, oh, das ist ein fieses Gefühl. Was soll ich denn sagen? Ich hab gerade Looping mit dem Auto gemacht. Boah, das war fies. Ah, da vorne ist der Flughafen. Bin offiziell der Meinung, ich bin ein guter Pilot. Also Flugzeug, ja. Flugzeuge sind anscheinend okay. Kann ich denn auch hier landen oder ist das zu weit weg? Ach, ich lande einfach hier, egal. Und als ob ich jahrelang nichts anderes gemacht habe. Huch. Andi, wir machen, jeder der online ist, der kann mal mitmachen. Also das ist eigentlich, da wird es nie eine Main Crew geben. Natürlich werden in dem Falle Mitglieder bevorzugt. Man muss denen auch mal was zurückgeben, meiner Meinung nach. Aber im Normalfall kann jeder mitmachen. Rainbow Six habe ich nicht, Niklas. Armin, uns geht's allen gut, danke. Wie ihr sehen könnt, ich habe es geschafft, ja? Ich als Bodentrupp. Der einzige, dem aufgefallen ist, dass Hubi das Team Pilot ausgewählt hat. Ne, ich bin nicht Pilot. Ich war Bodentrupp. Wir konnten ja nicht ins Flugzeug einsteigen. Okay. Egal, wir haben das Flugzeug. Stimmt, Oliver war gestern dabei. Tatsache. Freundschaftsanfrage. La da 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 da. Natürlich, Kevin. Ich hab's zum Flughafen geschafft. Ich bin sogar gelandet. Lohnt es sich noch, wieder aus dem Bett aufzustehen, im Pizza? Heute wahrscheinlich nicht mehr. Wieso bin ich denn jetzt aus der Sitzung geflogen? Noch, ich habe noch Black Screen. Ah, okay. Ich auch noch. Also Andi, ich alleine vor Flughafen. Hey, ah, jetzt geht's. Das ist ja kein Problem, komme ich wieder online. Wird immer besser, Hubi, ja, oder? Eiskalt Spielanladungen weggedrückt, siehst du, Oliver. Den Microsoft Flight Simulator, ob ich mir den kaufe. Ich glaube, ich bin nicht in der Lage, Flugzeuge zu fliegen. Wir reden jetzt ja nicht mehr nur von GTA, sondern wir reden ja wirklich von anderen Flugzeugen, wo man bestimmte Vorgänge machen muss. Das ist nichts für mich. Ich habe einfach keine
Voraussetzungen dafür. Ich habe weder ein passendes Lenkrad, ich habe weder nichts, gar nichts. Und von daher fällt das eher aus. Leider. Sebi, du darfst. Ich gehe dann erstmal off. Ach, du gehst off. Jo. Du machst hier den Heist an und gehst dann off, wenn wir die Vorbereitung ausgemacht gemacht haben, ja? Du bist gut. Ist denn das Finale oder ist das noch mehr Nein, Forward? Alles gut. Ist noch eine Vorbereitung. Okay. Dann wünsche ich dir was. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Genau, dann kommt der Oliver rein. Der fährt genauso kacke wie alle anderen, aber den können wir gebrauchen. Und Sebi, du bereitest vor, ne? So, und ich fahre jetzt ganz kurz zu Ammunition, weil das tue ich mir nicht nochmal an mit der Pistole. Dauert noch 2 Minuten, ja, alles gut. Und Sebi bereitet ja noch vor, glaube ich. So, ich klau mal das Auto hier. Die Frau braucht das eh nicht mehr. Ich werbe dich mal an als Motorradclub-Prospekt. Was? Ich werbe dich an als Prospekt im Motorradclub. Nein, danke. Kann man eigentlich so einen Ammunition-Shopper ausrauben? Ich probier's mal. Ich glaube, der knallt einen ab, oder? Vielleicht. Wenn du das schon so sagst. Seh dir die Panzerungen an. Nee, ich brauche keine Ausrüstung, ich brauche Waffen. Pistolen, Keramikpistole. Nein. Die ganzen Waffen habe ich noch gar nicht frei. Oh. Ich kann den Witwenmacher kaufen. Kann ich nicht. Der kostet fast 5 Mille. Nein, 499.000. Oh. Was sind das für Waffen? Die sehen so futuristisch aus. Das ist so eine Minigun, die Laser schießt und dadurch anscheinend Leute töten kann. Okay, läuft. Bullpup-Gewehr, ich glaube, das habe ich immer. Automatischen Feuer, gut kontrollierbar, genau. Gekauft. Bam. Ich kaufe dazu ein Zielfernrohr. Nein, einen Schalldämpfer will ich haben. Habe ich noch Geld? Ja. Ein Griff. Vergolden. Dafür bin ich noch zu arm. Irgendeine Farbe will ich haben. Ein Pink. Nee. LSPD-Farbton. Taktisches Licht. Sieht optisch geil aus, aber das war's. Und das größere Magazin. Ja komm, dann hauen wir noch das taktische Licht dran. Und jede Menge Munition. So. Herrlich, ich habe eine Waffe. Oh, guten Tag. Moin. Bist schon mit dem Vorbereiten fertig? Die Frage ist halt, ob wir die Mission machen sollen, die eigentlich nicht funktioniert. Wieso? Weil beim ersten Versuch manchmal bei einem Spieler die Ding nicht lädt. Die Mission. Ach so, okay. Das wäre kacke, wenn das so wäre. Ich hätte eine andere Möglichkeit. Egal. Hauptsache, wir verdienen Geld. Wo ist denn jetzt meine Waffe da? Oh, schön. Wow. Ich finde, Frontscheiben mit Loch sehen schöner aus. Peter, du hast einen Steinschlag. Los, Sebi. Kümmer dich drum. Tu was. Für dein Geld. Du hast auch einen Steinschlag. Getroffen. Du, die Motorhaube stelle ich dir jetzt in Rechnung. Thomas, ich habe ein gescheites Auto, das steht in der Garage.
So. Sebi kümmert sich um den Auftrag. Hoffe ich. Irgendwann dürfte auch Oliver online kommen. Da ist er doch. Ich habe ihn mal eingeladen. Okay. Wie? Das meine ich nicht. Was meinst du denn? Wie soll ich das denn verstehen? Ich wollte gerade dein Auto klauen. Hast du Glück gehabt? Au. Da kommt die Polizei. Ich glaube, die holt dich. Ach. Ich mach sie fertig. Aber ich hab ein Auto, danke. Ja, in GTA hab ich doch ein schönes Auto. Wieso? Ey, ich hab doch nur das Polizeiauto geklaut. Achtung, da liegt eine Bombe. Wow. Oh, da liegt Geld. Ja, ja, klar liegt da Geld. Ich hatte ja... Polizei, der hat mir Geld geklaut. Hey. Jetzt habe ich schon wieder einen Steinschlag, vorne und seitlich. Ich habe das Gefühl, dass da mein Mikro und Discord nicht funktioniert. Aber dann komm rein, Oliver, dann kannst du wenigstens hören. Ist nicht schlimm. Hauptsache, du kommst ins Spiel, Hauptsache, wir können spielen. Na toll, jetzt ist die Lampe kaputt. Ich habe die nicht mal berührt. Doch, ich glaube schon. Also bei mir habe ich sie jetzt nicht berührt. Ach du Scheiße. Danke, Patrick. Bist überfahren. Ist aber nett, dass die Polizei durch mein Auto durchschießt. Ja klar. Ist auch wichtig. Ich find's... Ah, Oliver ist da. Ich mache jetzt einen futuristischen Abgang. Hauptsache, du startest jetzt den Heist. Los. Warum soll ich einsteigen, Patrick? Er entführt dich jetzt. Möchte nicht. Ich habe keine Probleme mit der Polizei. Das ist das Gute. Ich klaue nie mehr ein Polizeiauto. Es geht immer in die Hose. Ich weiß nicht, es gab mal eine Mission, da muss man, glaube ich, ein Polizeiauto besorgen. Ich möchte ja nichts sagen, aber die Mission, die ich jetzt starte, genau da muss man ein Polizeiauto besorgen. Ja, egal. Mach. Was ist denn mit der Pilotenmission von gerade eben? Da war das Problem, oder was? Nee, eigentlich jetzt bei der, die ich jetzt eigentlich kann. Wir haben ja gerade einen vorbereitet. Dann machen wir den doch zuerst Ende. In dem ist ja noch eine Mission drin. Egal. Ist ja nett, dass man vor meinem eigenen Ich finde dein Auto nicht hübsch, Patrick. Ich mag diese unnötig vollgepanzerten Fahrzeuge überhaupt nicht. Und Drachi 05, du musst mir keine Nachrichten schreiben. Geh im Stream nicht auf Nachrichten ein, tut mir leid. Mann, 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 Mann. Warum komme ich nicht mit dem Stuhl weiter? Ich werde blockiert. Aha, geht doch. Die Ananas ist auch da. Aber Oliver fehlt. Halt, Mami. Bei mir in der Wohnung gehört, also in GTA. Patrick ist der Falsche.
Patrick, du musst bitte raus. Wir warten auf Oliver. Hallo Oliver. Hallo, hört man mich? Nein, überhaupt nicht. Oh. Lol. Dass das heutzutage noch funktioniert. Hi Oliver. Also ich habe Oliver eingeladen. Jetzt hört man dich nicht mehr, wenn du was sagst. Ah, jetzt hört man's. Es spricht. Weil ich auch meinen Mund ganz nah dran halte. Ja, ist doch okay. Haben wir direkt den Tornado mit dabei gemietet. Komm rein. So, jetzt. Ich habe dich geladen. GTA Online lädt ewig. Sie lädt immer noch. Das kann nicht sein. Hast du die Einladung angenommen von mir oder bist du noch... Ich glaube, der ist im Ladebildschirm. Ja, Ladebildschirm. Ah, jetzt. Achso, ich wollte mich gerade sagen, dann bist du nämlich wahrscheinlich rausgeflogen. Ja, es mag sein. Ich mach dich mal was leiser. Ich hab den Stream beendet aus Versehen. Jetzt ist er wieder an. Kann passieren. Entschuldigung. Jetzt hat. Nein, Leon, ich bin jetzt besser ausgerüstet. Du darfst, Sebi. Super. Hört man mich noch? Ja, gut. Ja. Gefängnisausbruch. Sehr gut, das hört sich gut an. Ui. Wenn dann irgendwann die Sitzung beginnt, Leute, können wir auch was gucken. Ja gut, Wolfgang, wenn du mitmachen möchtest, kannst du ja. Du musst ja auch kein Mic haben. Du solltest dann nur im Discord sein, damit du was zuhörst. Ja, dann sind wir das Frachtschiff, oder? Oliver, kriegen wir hin. Ja. So, ich bin der Schleicher. Das ist eine geile Maske. Absperrband. Wieso hängt in der Wohnung? Rosa Maske. Aber ich bin nicht schwul, ich mag trotzdem Rose. Das ist doch nicht schlimm. Und selbst wenn du schwul wärst, hat das damit zu tun. Kommt drauf an, wie man sieht von der Farbe her, wenn man farbenblind ist oder nicht. Ui. Was müssen wir machen? Ich hab nichts. Hier, komm zu mir. Peter muss sich mit dir Sterne. Wir müssen zum Frachtschiff. Wir brauchen Sterne, dass ein Polizeiauto zu uns kommt und dann müssen wir das klauen. Klau da einfach eins an der Polizeiwache. Die Frage ist halt, ob da eins dann kommt die Polen. Ja, die kommen da auch so. Ich glaube, wenn man das vorsichtig macht, dann kommt keiner, glaube ich. Ich glaube, du kannst tatsächlich vorm Polizeipräsidium eins klauen, ohne dass du Ärger bekommst. Du hast ins Polizeirevier. Ich habe keine Ahnung. Gefühlt, was heißt gefühlt? Knall einfach jemanden ab, dann kriegst du eins. Ah, wir haben Stern. Ja, siehst du. Jetzt müssen wir warten, bis die Polizisten uns entgegenkommen. Vielleicht komme ich auch mal in eine Mission mit euch. Ja gut, Wolfgang, siehst du? Ich sehe schon kommen, einer von euch beiden stirbt. Das ist ein Polizeiauto. Oh, noch eins. Oh, ein Helikopter tot. So, und jetzt müssen wir uns verstecken. Oder ich rufe jetzt Lester an. Ich weiß nicht, ob das geht, aber du kannst ja mal probieren. Es müsste gehen. Okay. Ich frag mich ja, warum mein Auto nicht draußen stand. Ah ja, es wurde ja kaputt gemacht. Dann ruft er die Versicherung an. Musst du Versicherung anrufen? Muss ich auch noch rumtelefonieren, ja? Super.
Mach ich mal gerade. Hab ja Zeit. Ja, hat sich schon erledigt. Hab mein Ersatzfahrzeug bekommen. Das ist das Wichtigste. Ich wusste es, dass du gegen das Auto fährst. Ich hab's kommen sehen. Das nicht. Schön siehst du aus. Also ich habe eine schallgedämpfte Waffe. Ich könnte die zwei ganz kurz so fupfup. Setze davon. So. Meine ist auch schallgedämpft. Oh. Okay, die haben es trotzdem irgendwie mitbekommen. Nö. Gott, ich kann so schlecht zielen. Egal. Egal, wird was. Egal. Hier kommt ein Auto. Hununda. Als ob meine oh mein Gott. Als ob meine Kugeln nicht bis da hinten gehen. Hast du? Ah ne, der lebt noch. Ich hab ihn. Jetzt ist er tot. Da ist einer irgendwo oben. Egal. Wie kann es sein, dass du gerade gegen bei Aua. Luft abgeprallt bist? Da kam ein Auto gerade mir entgegen. Hier? Hier nicht. Achso. Oh Scheiße. Ja, die Drecksäcke, die kommen manchmal aus den Gängen raus. Muss man echt aufpassen. Der da. Direkt mal, hallo. Mein Stream hängt. Das ist nicht gut, also meiner nicht. Ach, sowas sagt man aber nicht. Der hat Chinesisch geredet. Du hast keine. Servus, moin. Moin. Wieso habe ich eine. Wir müssen irgendwie hoch? Naja, vielleicht ist irgendwo ein. Hier hat irgendeiner eine schlechte Laune. Hier schreit einer enorm rum. Aua! Ihr müsst auf die Container hoch. Okay, sind wir ja dabei. Dann passt das ja. Hier war gerade einer. Ja, hab ich. Ach, der ist drin. Ja, im Container. Herrliches Auto. Nice Karre. Boah, ja, natürlich, er darf fahren. Ich hab ne ganz komische Kameraansicht. Okay, so. Jetzt. Fährst du oder ich? Ich kann nur Gas geben. Ja, dann. Boah, schöner Klang. Das ist mal ein geiles Auto. Farbe gefällt mir. Ja. Pam pam. Ehrlich. Hast du irgendwas? Ah, perfekt. Klappt es bei euch? So. Oh. Ach Scheiße! Ich bin fast tot. Ein Schuss und ich bin hops. Du bist ganz tot? Okay.
Schieß mal hinter mir. Sehr schön. Mann, Mann, Mann. Ja, natürlich gibt's aktive Leute. Hab dich in der TGN-Liste gefunden. Cool, freut mich. Grüß dich. Jetzt haben wir auch noch die Polizei hinter uns, herrlich. Ich glaube, das ist eine scheiß Idee, aber egal. Müssen wir erst die Polizei wegkriegen, glaube ich. Bevor. Okay. Schieß einfach nicht hinter uns drauf. Da habe ich immer gute Chancen, loszuwerden. Och nein. Jo, Alex, mach's gut. Tschüss. Hey, ich bin ja ganz woanders auf einmal. Bist du jetzt mitten in der Stadt? Das Auto stand die ganze Zeit rum, dann bin ich ausgestiegen und jetzt bin ich hier. Hä? Bei mir stand es, bist du gerade an meinem Apartment ausgestiegen und dann... Habt ihr euren Teil schon erfüllt? Nee, ich hab wieder einen Stern bekommen. Ich auch gerade. Ja, wir fahren auch noch mit einem rum. Mit zwei. Scheiße. Mal kurz warten. Ah, na, als ob er dreht. Oh, endlich. Mein Gott. Das war aber eine Geburt. In der U-Bahn schüttelt man die Leute gut ab. Ja gut. Wir haben es hinbekommen, gerade mal so. Wie bist du da hingekommen? Ich bin hier gar nicht lang gefahren. Ja, ich bin gerade hier runtergerannt, um vor dem Bullen abzuhauen. Ich habe eine Ausfahrt verpasst. Wenn ich kopflos werden möchte, dann gehe ich in die Kanalisation oder zum Dings, wie das nennt. Boah, der Wagen ist echt geil. Hat richtig Bock zu fahren. Aber mal kurz vom Gas gehen, schön die Flammen anschauen und dann nochmal Gas geben, das ist herrlich. Ja, ist ein paar Euro wert. Ich meine, ich fahre lieber mit meinem dann weiterhin, aber... Weil der neue ist, oder wie? Boah. Als ob der so viele Gänge hat. Immer wenn man vom Gas geht, schaltet der einen Gang runter. Das ist auch gut. Passt wie bei Fast and Furious. 40 Gangschaltung. Ich war ja gerade am Überlegen, wer gestorben ist. Weil wir kein Teamleben mehr hatten, aber das hat sich in dem Moment auch schon wieder erledigt. Dann fiel es mir ein. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, der schaltet erst einen Gang runter und dann gleich wieder hoch. Ich glaube auch. Also bei mir ist, wenn ich im letzten Gang bin, dann vom Gas runtergehe, dann schaltet er automatisch irgendwann mal wieder zwei Gänge hoch. Okay. Ja, das ist natürlich nicht der optimale Untergrund. Ich glaube, wir sind fertig. Hey. Out. I'm taking over. Was war das? Ey! Out! Guck, dass du rauskommst. Ja. Bestanden. Sehr schön. Nice.
Ah! Latin. Latinum Ultimate Care. Dankeschön für 41 Likes im Übrigen. Und 44 Leute. Hi. Ihr dürft den Chat ruhig benutzen. Dafür ist er da. Die fiebern alle mit uns mit. Wir haben alle die Daumen gedrückt, dass ich sterbe. Nie im Leben sitzen die da und denken sich, ha, der Herbert, der macht das. Es wäre unlustig, wenn nichts passiert. Stell dir mal vor, jeder heißt, läuft flüssig durch. Das wird sich kein Mensch anschauen. Und schon ist einer gegangen. Siehst du? Da sitzt er mit seiner Melone. Ach ne, mit seiner Ananas. Ich liebe Ananas. Ne, ich hasse Ananas, meine ich. Ich liebe Melone. Wo ist Oliver? Ich glaube, ich bin in einer anderen Session. Richtig. Er hat's nicht verdient, er ist gestorben. Ich bin ganz alleine. Bin ganz alleine. Hi. Kommt danach eine Vorbereitung oder geht's dann los? Nee, dann geht's los. Moment, komm direkt wieder, dann gehe ich kurz. Aber dann fliege ich bestimmt wieder raus, wenn ich strullern gehe. Ich beeil mich. Ich habe neulich so ein Tutorial gesehen, wo man mit einer Bierdose einen V10-Sound machen kann. Das hört sich dann aber auch ein bisschen arg nach Motorrad an. Ja, schon so ein bisschen. Jetzt bin ich in eurer Session. Super. Stuhl quietscht. Ich habe einen Teppich in der Küche. Super. Nice. Kersch! Wieder da! Bin wieder da! Moment, ich beweg mich! Ah, bewegt! So! Oh fuck! Spielst du heute nur Missionen? Oder auch bis sie La unsicher machen? Also im Spiel. So, es kam gerade Trinkgeld rein, Moment. Danke für diesen lustigen Namen. Jetzt muss ich nochmal nachschauen. Spielst du heute nur Missionen oder. Ne, ich mache heute nur Mission. Also die Mission, die wir jetzt starten, die wollte ich schon fertig machen. Vielen lieben Dank, aber auch an Punkt, 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 Punkt für deine 2 Euro. Deinen Namen werde ich nicht sagen. Bah. Dieser Witz ist übrigens alt. Mit dem Namen. Guck einfach mal in Stream ans höchste Trinkgeld. Ganz genau. Der, ohne Spaß, der Witz ist ja wohl jetzt mittlerweile echt alt und den gab es schon so lange und so oft. Die ganze Welt wartet auf. Ich wollte gerade Melonface sagen, aber es ist immer noch Ananasface. Und ich bin immer noch Level 15. 115. Ich glaube, der Unterschied ist, dass Level 15, 50 und 10 ein großer Unterschied ist. Peter ist Level 85. Peter hat ja auch eine Ananas auf dem Kopf. Das ist schon so ein bisschen Premium. Ich sehe immer noch, dass im Chat von Patrick, wer dir geschrieben hat, steigt ein. Im Bademantel. Ja moin.
Tja, Sebi. Ich hatte kein gutes Strandoutfit. Hättest ja ein BH anziehen können, da hängen ja noch ein paar. Für mich musst du das nicht laufen lassen, ne? Nur so. Achso, okay. Dann gucken wir es halt. Before we remove Professor Raschkowski from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral. Er will uns jetzt ernsthaft sagen, dass wir noch eine Mission machen sollen, die nicht auf der Tafel stand. Ja. Genau das sagt er gerade. Can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill? Und er findet es lustig. Das war du ein Bademantel, Anders. Ich werde nichts sagen, aber da fehlt einer auf der Liste. Peter wird einfach nicht aufgezählt, hast du das gerade gesehen? Doch, bei mir steht er da. Ja, bei mir nicht. Get close to him, take him down, and after that we should be ready to go. Ah, Gefängnisausbruch Station. Siehst du es? Ja, bei mir steht er da. Egal. Die stehen auch alle. Egal. Egal. Alle fertig? Ich glaube, der ist mittlerweile mit den Nerven, ja. Ready. Hallo, ich war mit den Nerven nur fertig. Ja, Rathaus-Team hört sich gut an. Super, mit dem Typen im Morgenmantel. Oh, das ist gut. Das ist gut. Wir sehen alle so professionell aus. Das kann nur gut gehen. Ah, da ist mein Auto. Mein Auto, wo ist mein Auto? Da ist mein Auto. Moment, welches Auto muss ich kaputt machen? Sebi, beeil dich nicht, ich treff dich da. Oder auch nicht. Fuck, ich hab auch Unfall. Herrlich. Oh. Ich wollte gerade in deinen Reifen schießen. Fuck. Oh mein Gott. Guck, dass du vorwärts kommst. Hauptsache Sidepipes am Mini und Mini so tief gelegt, dass die Reifen schon ein bisschen im Rathaus liegen. Egal. Oh, das ist der schönste Sportwagen, den ich kenne eigentlich. Mit diesen vier Auspuffrohren hinten. Ich finde es eh immer noch bemerkenswert, dass mittlerweile immer noch Content erscheint für dieses Game. Hey! Was machst du denn schon wieder? Hör mal, ich habe ein Scharfschützengewehr. Ich auch. Läuft. Läuft. Nicht auf meinen Po gucken. Warum? Du hast doch eine Hose an. Zum Glück hättest du den Morgenmantel an. Das wäre was anderes. Maske an. Ich muss meine Maske aufsetzen, obwohl ich auf einem Haus stehe. Super. Ja, natürlich. Du kannst ja immer noch gesehen werden. Wieso habe ich überhaupt einen Anzug an, wenn ich nur einen snipen muss? Weil wir dabei schick aussehen sollen. Müssen wir eine Person snipen und sind zu zweit? Ich denke mal, dass wir zwei oder drei. Okay. Schwarzes Auto. Ich denke ein Van. Ich denke Mercedes. Meinst du? Ja. Wo? Was da? Ja. Welchen nimmst du? Ich nehme den grauen. Okay, ich nehme schon. Scheiße. Ich musste gerade so lachen, dass ich den Schuss versemmelt habe. Ich habe auch drei daneben gehauen.
Müssen wir abhauen? Nee, wir müssen runter. Aber die Polizei ist da. Die erledigen wir. Oh, au. 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 Scheiße. Ach, er hat schon wieder so ein schönes Ding in der Hand. Was machst du damit? Geschäftliche Dinge. Oh fuck, von wo werde ich jetzt angeschossen? Von überall. Da sind 50 Millionen Gegner. Hätte ich das gewusst, hätte ich von da oben geschossen. Von wo? Von vorne. Stopp, stopp, stopp! Übertreib nicht. Ich glaube, das war's, ja. Holen wir schnell die Unterlagen. Guten Abend, Andreas, grüß dich. So. Ich würde ja sagen, wir nehmen meinen. Oh, danke. Ehrlich. Oh, wir werden schon nicht verfolgt. Pass auf, was du machst. Und dann links. Am besten jetzt unauffällig fahren. Und links. Die sind nämlich alle rechts. Guck mal, wir müssen uns voll absprechen. Peter und Oliver denken sich, oh, lass die mal machen. Wir sind schon lange fertig. Ihr seid fertig? Ja. Was musstet ihr machen? Ein paar Sicherheitsleute ausschalten. Super. Ich hab nur einen getroffen. Kennt jemand einen guten Anwalt? Ich muss jemanden verklagen. Jemand fährt mein Auto zu Schrott. Guck dir mal meinen Hinterreifen an. Oh ja, ich sehe es. Es ist normal. Es sind sogar 42 Zuschauer, Andreas, und eben waren wir sogar 48. Unfassbarerweise. Und das bei GTA. Ich weiß auch nicht, was los ist. Keiner gestorben ist, sind es weniger geworden. Genau. Der nächste gleich hinten drauf. Ey Sniper, grüß dich. Das ist so hart. Jetzt wenigstens das Auto ausmachen können. Oh, ja, okay, ich renn nochmal zurück. Nee, Thomas, da gehören keine Türen dran. Es ist futuristisch so. Die haben wir abmontiert. Brauchen wir nicht. Gewichtsreduzierung. Ich bin der Boss. Ich bringe die Papiere. Sehr schön. Ich komme da in den Raum rein, als ob ich jemanden grüßen würde mit den Papieren. Und da ist einfach keiner. Vor allem bist du da alleine reingelaufen. Ja, meine ich ja. Reingelaufen, obwohl du in meinem Haus bist. Ah, Platin. Ich hatte Schlüssel. Die habe ich dir während der Fahrt geklaut. Mir geht's gut, Wolf. Und ich hoffe dir natürlich auch. Ja, Level 11, sehr gut. Ich bin seit 3 Jahren noch auf Level 105. 46 Likes, da geht doch noch mehr oder etwa nicht? Weiß ich nicht, Alex. Ich freue mich über jeden Like. Ich freue mich über jeden Zuschauer, über jedes Trinkgeld, über jeden Superchat. Über alles. Wisst ihr doch. So, ich habe einen Wein getrunken. Plan den Rest. Los, Mr. Morgenmantel. Nicht mal Schuhe hat er an. Warte, das können wir gleich mal ändern. Nein, du gehst jetzt planen, los. Zum dritten Mal Platin, ja, Leon, ne? Also irgendwie läuft's für den Anfänger. So. Peter? Man sieht dich. Man kann dich sehen, was du da tust. Und das ist keine Zigarette. Kinder, keine Macht den Drogen. Mach das nicht nach zu Hause, bitte. Müsste dich jetzt eigentlich dafür hauen. Siehst du, bist schon ganz fertig. Du weißt gar nicht mehr, was du tun sollst. Mir wurde in meine Ellenbogen geschossen.
Was sagt ihr dazu? Gönnt der YouTube-Algorithmus dir wenigstens ein bisschen was? Ja, also ich bin tatsächlich begeistert. Der Algorithmus gönnt mir sogar so viel, dass ich tatsächlich, schockierenderweise, haltet euch fest, Abonnenten bekomme. Ich verliere seit 8 Tagen keinen Abonnenten mehr. Außer es deabonniert jetzt wegen dem Satz ein. Ist jetzt gut. Also das ist endlich mal... Ich vermute tatsächlich, meine Vermutung war korrekt, die haben tote Accounts schon mal rausgeworfen. Und es waren momentan wirklich täglich bis zu 150 Stück. Und wir sind ja wirklich tief runtergegangen wieder. Wir waren ja bei 98.000 und sind jetzt bei... Weiß ich nicht mehr. Ja, ich konnte es überspringen. Ich möchte Pilot sein, bitte. Okay. Dann bin ich Wärter. Okay. Muss ich das selber ändern? Nee, das... Nein, okay. Wer wollte jetzt Pilot sein? Ich, bitte. Hauptsache, du teilst auch ein bisschen deine Kohle. Das mache ich im nächsten Schritt. Money. Ja, guck dir an. Ey, fette Kohle, 220.000 gemacht, die anderen mit 60.000 abgespeist. Ja. Wie heißt eigentlich der Pilot? Ich, Olli. Okay. Bitte. Danke. Gut, das passt. Das sieht doch gut aus. Jo. Peter sprengt sich in die Luft. Ich knall den Häftling ab und der Wärter guckt zu. Ja, haut das sich schon wieder die hohe Prozentzahl rein, seht ihr? Wir müssen darauf achten. Fair aufteilen einfach nur. Ja, genau, jeder 100.000. Gut. Perfekt. Weil Oliver brauchst du eigentlich gar nicht so viel zu geben. Im letzten Job ist er gestorben. Ich mache jetzt 2 Wärter. Jetzt wird. Nee, Pilot wollte doch Peter sein, oder? Nee, ich. Nee. Achso, okay. Ja, jetzt ist richtig. Mein Gott, Corona. Nein, ich habe kein Corona. Dankeschön, Andreas. Ich habe nur Husten. Ich würde es mal interessieren. Hä? So. Du hast dich nicht zu interessieren, du hast auf Go zu drücken. Aha. Ich fahre mit... Was fahre ich denn damit? Nee, doch nicht. Du hast gar nichts zu fahren. Du bist Häftling. Ach, du hast den Bus gleich mitgebracht. Na klar. Nimm dich mit. Ich sag nur Autsch zu deinen Schusslöchern. Ja, es tut dir weh, glaube ich. Also im Ellenbogen? Wer hat Schusslöcher? Ich? Ich hatte 2 im Ellenbogen. Das sah echt aus, als ob ich gerade gepiekst wurde. Die Map sieht aus wie Bart Simpson. Echt, David? Hab ich noch nie gesehen. Nee, sieht doch aus wie Homer, oder? Oh, komm, Sklave. Rein da. Ich glaube, das Gelbe da vorne war meins. Ja, ich glaube auch. Aber ich bin der Profi-Cop, ich habe so ein Auto, weißt du? Das Geile an dem Wagen ist ja eigentlich, der liegt so gut auf der Straße. Haben wir gerade dasselbe Ziel? Kann das sein? Wir alle haben. Nee, nur wir zwei. Jetzt müssen wir gucken. Hol dir Gefängnisbus, ja. Ach, die Ellenbogen werden doch nicht Schrott, Andreas. Ich bitte dich. Klappt das? Ja. Oh, fuck. Ey, Andi! Dankeschön für deine Mitgliedschaft! Nochmal.
die Exklusive sogar. Lieben Dank dafür. Danke, danke, danke. Boah, der Motorradfahrer hat aber gerade Glück. Aber müsst ihr die ganzen Autos anfahren? Wir sehen das hinter euch, ne? Das hat keiner gesehen. Oh, das auch nicht. Das ist, wenn man... Erst recht nicht. Ja, guck mal, ein Bus. Versuch mal die Abkürzung hier. Das sah gut aus. Mittlerweile sind wir dann jetzt, glaube ich, 16 Mitglieder, Alex. Es wird langsam voll. Noch wer wach? Ja, ich hoffe doch. So, alle Zuschauer. Egal, sie sind da, das zählt. Das zählt trotzdem. Ich finde es echt schade, dass die Mitglieder nicht länger angezeigt werden. Ich finde das so von YouTube zwar nett gemeint, dass die überhaupt angezeigt werden, aber dann nur so ganz kurz, das finde ich immer so ein bisschen schade. Hey, du bist zwar Mitglied geworden, aber ja, die Zuschauer hat das halt nur ein paar Sekunden zu interessieren. Gefällt dir eigentlich der Sound von deinem Auto? Von dem hier? Mega geil. Dir nicht? Es geht. Es passt zum Fahrzeug. Es könnte natürlich kräftiger sein. Mittlerweile ist jeder Fiat 500 lauter. Ich wollte gerade was Falsches sagen. Aber deine Mutter hätte nicht gepasst. Aber dazu muss man sagen, es geht sich ja nicht, wobei bei Mitgliedern im Chat ja relativ lange angezeigt werden. Das stimmt, Andreas, das stimmt wirklich. Und vor allen Dingen, Andi haut hier eine Mitgliedschaft raus und sagt nichts mehr danach. Du kannst schlecht den Bus fahren. Ah, ich wollte gerade sagen. Ich finde es auch sehr nett, wie meine Panzerung schon ein Viertel leer ist. Ich habe gar keine. Was sagst du dazu? Jetzt hat Google meine PayPal-Daten. Oh je. Egal. Es gibt Schlimmeres, Andi. Der deutsche Staat hat einen Personalausweis. Was sagst du dazu? Boah, das kommt einem jetzt so extrem langsam vor. Weißt du, das ist jetzt auch so extrem kurios. Wir fahren jetzt einfach mit einem Bus nach da und es ist vollkommen okay, dass wir reinkommen. Ein paar Side-Vibes. Naja. Wie Insasse und Polizeioffizier. Ja, okay. Kann ich eigentlich mein T-Shirt ausziehen? Nee, schade. Das möchten wir auch nicht. Ich möchte im Gefängnis meinen Tattoos präsentieren. Hey, du Spaten, mach das Tor auf. Ich glaube, du musst einfach weiterfahren. Nee, das Tor hängt. Also bei mir ist es offen. Echt jetzt? Ja. Okay, ich hab's kaputt bei mir gemacht. Macht nichts, wird von. Moin, Ventrix! Aber immerhin hat der Bus hinten Ledersitze. Guten Tag, ich bringe den faulen Sebi. Just one, huh? Ja, nur einer. Ein Sebi reicht. Geht jetzt hier der Alarm an? Ich habe keinen Alarm. Also ich habe einen gehört. Ja, wegen dem Tor, was ich kaputt gefahren habe. Ach so. Fliegt von euch einer ein Flugzeug? Ja, da läuft. Ich fliege das Flugzeug. Okay, get to it. Hallo Liebling. Wo hast du die Katze in der Box her? Wie cool ist das?
Komm, Sebi, beeil dich. Somebody film that? Scheiße! Das gibt's nicht. Du kannst mir jetzt nicht sagen, dass das jetzt auffällig war. Mit der Waffe, loslaufen. Ich hab die ja nicht ausgewählt. Der Typ. Darfst du keinem erzählen, Leute. Ich komm die Leiter nicht hoch, jetzt. Es hätte gut laufen können. Was? Ah. Schnell, 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 schnell. Wir müssen da lang. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass ich da entlang laufe und mir denke, hm, keine Gegner. Lass mich lieber vor, oder? Und du hast keine gescheite Waffe, oder? Ah, okay. Ich suche gerade die da unten, aber ich finde sie nicht. Oh, schöner Headshot. Hauptsache der Typ steht wieder auf. Welche mit der Garage? Gab viele mit der Garage. Was? Total unauffällig, natürlich. Oh, was macht er? Nein, nicht runter. Ah, okay, alles gut. Oh, schöne Waffe. Ja, Sibi gibt deine Pistole auch noch ab. Das ist ja cool, dass du die Katze hast. Ist die Katze denn jetzt von dir selbst? Let's go! Vor allem, wie meine Handschellen einfach so gar keine Kette mehr dazwischen hat. Ah! Das Sonn... Oh, ein Schuss und ich bin tot. Muss kurz warten. Das ist ja cool. Wenn ich sage, dass wir in der Unterzahl sind, aber wir sind in der Unterzahl. Oh ja, würde ich gerne sehen. Das finde ich cool. Gehen wir schon mal einen Schritt weiter, würde ich sagen. Die wurde aber einen deutschen Spieler entfernt. Ach lol. Hallo Schatz. Ja. Wo ist der? Hä? Wartet bitte, der ist bei mir. Oder unten drauf? Doch, der ist verdammt. Ich weiß nicht, wo das her ist. Wie cool. Ich hab... Egal. Ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Aber es ist cool. Tschö. Oh, fuck. Ist der Typ tot, der da liegt? Oh, hallo. Oh, da oben. Und da unten. Sollten wir uns... Ja, die Katze ist da. Haben ihn gesehen? Man hat sie gesehen, ja klar. Wow, jemand macht die Fahrzeuge kaputt. Die können wir eh nicht benutzen. Ach, der lebt noch da oben, das gibt's doch gar nicht. Oh. Und der nächste Kater.
Ich würde ja eine Decke drunter legen oder so, ist dein Sitz. Okay, Hatsch, erledigt sie gehen. Okay. Jetzt ernsthaft? Ja. Kann ich eine Waffe ablegen? Ah, ich kann welche kaufen. Ja, dann kauf welche. Ich werde von irgendwo angeschossen. Ja, jetzt bin ich tot. Ich habe keinen gesehen. Ja, genau, Andi, diese Katze. Andi hat auch die Katze. Was? Andi hat auch die Katze. Ja, das ist immer noch unten am See drauf. Keine Ahnung. Ich hab die noch nie gesehen. Ich geh andersrum gucken. Jo! Aufmerksamkeit hast du! Nein, ich wusste immer so. Ach so! Oh, das war eine gute Idee von Jos, anzugreifen. So kann der um die Ecke schießen. Der ist Cop. Ich von wo? Wo ist der Typ? Ne, ich werde von irgendwo rechts angeschossen. Und das die ganze Zeit. Ach da, ich hab'n. Ach, da kommen noch mehr. Leck mich doch am Arsch. Umso schneller wir ihn rausbekommen, umso mehr bezahlt er. Da bin ich aber mal gespannt. Der Ladescreen ist auch geil, Schatz. Ehrlich. Wisst ihr, die ganzen Mitglieder haben so schöne Symbole und nutzen sie nicht. Bah, schämt euch. Aber umso mehr Mitglieder wir werden, Leute, umso mehr Symbole kriegen wir im Übrigen. Au, 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 au. Ich dachte, man kann die einfach so erstellen. Die Symbole? Ja. Ne. Als ob diese zwei da noch leben. Abstand halten, danke. Der ist tot, der ist tot. Einer noch. Siehst du den? Da ist er. Hinter der Treppe. Sehr schön. Und jetzt müssen wir hier irgendwie rauskommen. Kommen wir bestimmt. Ah, wir nehmen das Auto hier. Ja, Auto klingt gut. Warte, der Typ fehlt. Der Typ kommt nicht. Ich geh ihn holen. Jetzt holen wir ihn schon raus und dann... Also auf dem Handy finde ich die Sticker nicht, was? Echt? Oha, Andi hat sie gefunden. Was macht der Typ denn? Warum bleibt er denn da stehen? Aha. Es ist auf jeden Fall nett, dass er nochmal Hallo sagt, wenn wir zu ihm kommen. Das ist nett, ja. Ich warte mal lieber, der ist nämlich ein bisschen langsamer. Seid ihr zwei schon fertig? Nein, noch nicht. Ach so. Da sind noch Chats. Mach doch die Tür zu da hinten. Guck, dass du hier wegkommst. Wir haben aber die Schranke schon wieder repariert. Es geht schnell. I didn't see
Ich kümmere mich um das Volk hinter uns. Fahr rechts. Jetzt rechts, rechts, rechts. Rechts. Links. Und dann geradeaus. Und jetzt so quer links rüber. Ah, dahin gehen wir. Oh, mit dem Oliver würde ich nicht fliegen, Junge. Ich habe dich zwar gerettet, aber zum Töten muss ich dich jetzt hier lassen. Schade drum. Ich kann schon fliegen. Ich würde gern hinten bleiben. Ich habe den Typen angeschossen. Hab das schon. Okay, sehr gut. Schnell rein, schnell rein. Ah, ich auch? Ja. Ja. Alle. Ich komm. Jo, bin drin. Du kannst, oder? Ja. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber läuft bei dir, Peter. Krasser Jet? Krasser Heli. Hatte das Flugzeug eigentlich, als wir es geklaut haben, nicht noch eine andere Farbe? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es war blau. Jetzt haben sie selber ein eigenes gekauft. Aber es hat ja unten auch blau, ne? Stimmt, unten, ja, die haben nur den oberen Teil lackiert. Die waren zu faul, alles zu lackieren. Ja, das ist ja auch teuer. Das waren die ganzen Kosten denken. Ist ja auch nicht alles so günstig, ne? Als ob die Polizisten nicht sehen würden, dass wir über die drüber fliegen. Nur der Windpark sieht schön aus. Ach, guck mal, der Sebi sitzt da mit der Handschellen an. Schön. Ja, aber von demjenigen, den wir befreit haben, sehe ich hier nichts. Er sitzt vor dir. Natürlich sitzt er vorne. Doch der Erste, der rausspringt. Aber Oliver, du hast auch noch keinen Flugführerschein, kann das sein? Nö, ich nicht. Ja, naja, auch hier. Weil die Maschine sehr stark wackelt. Also noch ist nicht meine Schuld, ist nicht meine Schuld. Ist noch niedriges Flugskin, Skill. Es ist der Wind. Der Wind. Der Wind. Das himmlische Kind. Der Wind, das himmlische Kind. Dankeschön für 48 Likes. Ich wollte mal einen Flugschein machen, aber dann hatte ich keinen Bock mehr. Ja. Was ist denn jetzt los? Ich kann doch fliegen. Wie öffne ich den Fallschirm? Linke Maustaste. Über den Wolken. Ah, ne. Wuchs die Freiheit, Vulkan, sind los. Ich kann nicht singen. Macht nichts, ich auch nicht. Peter bringt ihn eh gleich um. Au. Oh. Ich bin direkt gegen den Stein. Das ist ein Witz. Nein. Ich glaube, man muss. Das ist jetzt ein Witz. Ja, sorry, ne. Oliver. Ha. Aber ich glaube, man kann. Nee. Das wird jetzt nicht sein, springen Sie nur noch. Ich glaube, wir müssen wieder. Nabend. Jetzt aber. Ich glaube, wir müssen. Ja, wir dürfen nochmal ausbrechen. Dann tut mir das leid, ne? Ach, das gibt's gar nicht. Beim nächsten Mal darf jeder gerne mitzocken. Schön, dass übrigens 50 Leute gerade da sind. Mein Gott, hey. Herrlich. Also alles nochmal von vorne. Und nur wegen mir, oder? Ja. Nur wegen dir, ja. Ich glaube, Oliver ist unser Problemkind.
Das ist so auch derjenige, der auf die Straße geht und gegen das Impfen ist. Also ich bin nicht gegen das Impfen, also. Wenn der labert, höre ich dich überhaupt nicht, Sebi. Ich hoffe, dass wir das zeitlich noch schaffen, weil ich um 12 Uhr aufgehen möchte. 9 Minuten? Du musst mit Oliver da reden. Der ist gegen den Stein geflogen. Ja, aber wer hat den Stein so dumm hinplatziert? Rockstar. Den Stadtwerk. Ja, sag ich Rockstar. Weil die alles so teuer machen und den Stein dahin platziert haben. Das Tor geht wieder nicht auf. Fahr durch. Ich war extra vorsichtig. Könntest du jetzt dafür sorgen, dass du keine Waffe in der Hand hältst? Möglich wäre es, ja. Das wäre super. Heute kann man nicht mehr mitzocken, nein. Wir machen die Mission und dann ist gut. Ja, immer noch der eine. Immer noch derselbe von eben. Der Typ mit der Waffe. Derjenige, der einfach an den Strand geflogen ist und einfach dachte, dass er jetzt nicht im Helikopter stirbt, stand. Hast du keine Waffe in der Hand, ja? Los, vorwärts mit dir. Leute, ich sag's euch. Stressig. Mach keine Faxen oder schießt dir ins Bein. Das muss jetzt funktionieren, Leute, sonst haben wir echt. Das gehört. Don't make him shoot. Oh, fuck. Er hat's extra. Ich glaube, dieses Gefängnis mag mich nicht. Herrlich, Leute. Ich sag's euch. Der hat's zum zweiten Mal geschafft. Warum hast du deine Waffe gezogen? Weil der andere mich angeschossen hat. Aber erst, weil du deine Waffe gezogen hast. Das war ich nicht. Das war Oliver. Ja, genau. Herrlich, Leute, ich sag's euch. Scheiße. Bleib liegen, ich hab dir den Kopf geschossen. Was denn? Peter ist gestorben. Scheiße. Na. Passiert. Oh. Ich wollte mal gucken, wie schnell ich hier runterkomme. Wo ist der Typ da oben? Okay, der ist egal da oben. Moin. Mein Gott. Sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me. Ja, red nicht so viel. Lass uns weitermachen. Vor allen Dingen der Gag. Just give me the gun. Und der hat kein einziges Mal geschossen. Und du guckst gerade schon wieder so, als ob du sagen würdest, du Scheiße, was habe ich getan? Ich glaube, ich habe die falsche Waffe. Was die aushalten, ist ja unnormal. Unfassbar, was sie aushalten. Na komm. Aua.
Hast du den da oben? Ne, hat schon erledigt. Ist tot. So, welcher lebt jetzt noch? Vor allem hat der andere mein Blut auf seinem Körper. Du teilst halt gerne. Ach, da. Ach, der lebt noch! Mein Gott! Hi, was geht? Jede Menge. Alles, was Beine hat, außer Tische und Stühle. Und das Ganze rückwärts. Heute geht alles nur rückwärts. Ne, wir sind online. Hat der arme Kerl einmal rausgeguckt, ist er tot. Oh, da liegt eine Weste. Oh, da lag eine Weste. Wo ist der Typ denn jetzt schon wieder? Na komm, wir clearen erst und dann... Hey, eine Weste. So geht's auch. Geht er endlich kaputt? Mein Gott. Gut, ich geh nochmal andersrum. Aua. Oh, fuck. Okay, diesmal sind andersrum auch Gegner. Die lernen dazu. Ich warte ein bisschen wegen der Energie. Au, au, au. Arschloch. Jetzt muss ich erst recht warten. Ein Schuss, ich wäre wieder hinüber gewesen. Puh. Digga, wie kannst du noch leben? Ah, ich? Da ist noch einer. Nee. Da haben sich zwei ineinander versteckt. Achso, okay. Vor allen Dingen die Trefferanzeige passt überhaupt nicht. Ich werde die ganze Zeit von rechts getroffen. Rechts ist keiner. Andreas, es ist sehr, sehr schwer. Ich meine, du kannst es probieren, warum nicht? Du hast ja keine Zeit. Dankeschön fürs Abo. Viel Spaß. So, das ist der letzte Versuch, Leute. Jo. Mehr schaffe ich nicht mehr, kopfmäßig. Wer ist denn vor mir gestorben? Peter. Ich bin gestorben einmal. Okay. Ja, und wenn es nicht klappt, machen wir es morgen. Ja. Huch, was war das? Ein Haus. Da steht mein Auto. Was haltet ihr eigentlich vom Nissan X-Trail? Vom Fahrzeug selbst? Ja, vom Fahrzeug. Ich stehe auf Sportwagen. Von daher. Ja, ja, weiß ich. Geht. Weil wir uns neu schon zugeben. Bitte? So einen haben wir uns neu zugeben. Ja, warum nicht? So, wir schieben den mal kurz richtig, so. Bei uns läuft alles gut, falls ihr Fragen habt. Nur einmal ist ein Stein wegen Oliver gestorben.
Scheiß drauf. Gucke ich mir den Stream einfach so an. Nochmal. Könnte lohnenswert sein. Leider kann man nicht live sehen, wie du gegen den Stein geflogen bist. Wie der Stein wegen dir gestorben ist. Ja. Es ist immer noch derselbe Tünnis, den ich hier mitbringe. Vielleicht musst du mehr Abstand von den Wachen halten. Ich glaube, die checken das. Die inhaftieren hier sonst keine Chinesen. Hast du geguckt, ob du eine Waffe in der Hand hast? Ich bin unbewaffnet. Okay. Komm, beweg dich. Ich frag mich aber, warum der Typ vor allem so ausrastet. Keine Ahnung, ich nehme doch nur eine Waffe in die Hand. Nimmst du in dem Moment automatisch die Waffe? Nein. Okay. Wenn er mich plötzlich anschreit und auf der Map rot wird, dann nehme ich sie. Na gut. Er hat gesagt, stopp oder ich schieße. Stop or I'll shoot. Okay, und jetzt? Ja, jetzt haben wir ein Problem. Das gibt es nicht. Schon wieder durch die ganze Scheiße hier, boah, Boxen. Ja, versuch's, Andreas, warum nicht? Kostet doch kein Geld. Moin, war lange nicht mehr da. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut, danke. Ich hoffe dir auch. Boah, der hat aber richtig viel gefressen gerade. Vor allen Dingen ist meine Schussweste jetzt schon down. Kann doch nicht sein. Nach 2-3 Schuss? Huch, hab ich den getroffen im Kopf? Sehr schön. Wo? Nochmal nachladen. Ich krieg hier von irgendwo Besuch, aber ich sehe ihn nicht. Da ist er. Mein Gott. Hi, Grinse Karl. Grüß dich. Schrei nicht so. Ich glaube, das waren alle, oder? Oh, fuck. Mein Gott. Fast wäre ich wieder der Erste gewesen, der gestorben ist. Dankeschön für 54 Likes mittlerweile. Und immer noch 46 Zuschauer. Was ist los mit euch? Und keiner redet. Alles still im Chat. Alle schlafen. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just McDonald's, Magen verdorben, das ist nicht gut. Hatten wir aber auch, wir hatten ein Menü uns geholt und das ging total in die Hose. Auf gut Deutsch. Wortwörtlich in die Hose. Ja, so in der Art. Deswegen McDonald's. Also wir haben so 3 Stufen. Erstmal genießen. Dann bekommt man meistens McShiss und McDurchfall. Yo, ich stehe direkt bei den Gegnern! Puh, ich sterbe. Nein. Oh, wie scheiße war das denn gerade? Oh, Granaten sind gut. Ist gerade mega spannend. Ist gerade mega gruselig. Wir haben kein Leben mehr im Übrigen, ne? Diesmal wurde ich hops genommen. Ich werde schon wieder getroffen von irgendwo. Hacker. Jetzt mal ohne Spaß, ich werde die ganze Zeit getroffen und ich weiß nicht woher. Vor allem denjenigen, den wir retten, hat gerade zu mir gesagt, I don't like you.
Ist ja nicht unser Problem. Hey, das ist ein Helikopter. Ich gebe mal Feuerunterstützung von hier hinten. Wo bist du überhaupt? Ich gehe von der Seite gerade. Funktioniert eigentlich schon ganz gut. Ich sehe nur den einen nicht, der noch lebt. Da ist er. Sehr schön. Muss einmal rumlaufen, dann komme ich. Ja, mit dem Geländer war wirklich knapp gerade. Ich hab den Pimmel gefunden, der mich angeschossen hat. Das war von der Seite. Keinen Bock mehr auf Junkfood, ne. Wieso fliegt da oben ein Jet? Das ist unserer. Nee, aber so ein richtiger Jet. Hinter uns ist ein Spezialkommando gelandet. Was? Hinter uns ist ein Sondereinheitskommando. Ich glaube, die sind alle tot, ja. Achtung, da kommt noch einer. Als ob der weggerollt ist. Als ob. Pass auf, der lebt noch. Pass auf dein Leben auf. Die lasst du nicht mehr. Ich habe halb Panzerung, halb Leben. Perfekt. Ah, okay. Versuch's nochmal von der Seite. Vor allem sind die alle mega gepanzert, aber haben keinen Helm auf. Ja, aber wenn du den in den Kopf schießt, passiert trotzdem nichts. Oh, sterb doch endlich, Mann! Mein Gott, unsympathische Scheiße. Oh, eine Wache ist weggelaufen. War nur noch einer, ne? Ja. Ah, da sind noch mehr. Fuck. Was schreit der Typ so? Weiß ich nicht, hören, obwohl er 100 Meter von mir weg ist. Ich hab kaum noch Energie. Da ist eine Weste. Scheiße. Fuck. Kollege, komm. Mein Gott. Als ob der mich trifft. Er lebt noch. Boah, das ist so heftig, was die aushalten, ne? Keine Muni mehr. Mir hat jemand ins Gesicht geschossen. Da, der ist down. Ist nur noch einer. Oh, die Polizei ist hinter uns. Oh, das war knapp. Hab ihn. Boah, Leute, ist das gruselig. Da, wo ist der letzte? Ich glaube, das ist der Typ, der hinter diesem Stromkasten da hinten steht. Ne, da ist er. Das ist der Treppenhaino wieder. So, Opi kommt angelaufen. Oh, die spawnen aus dem Nichts. Hab nicht mehr viel Schuss.
Scheiße. Dann wird halt mit der Pistole weitergeschossen. Kein Problem. Dann halt damit in die Köpfe. Ich glaube, jetzt nur noch der Treppentyp. Da war er. Er liegt. Komm raus, Harry Potter, unter deiner Tür. Er liegt auf dem Boden. Boah. Jetzt kommen wir gerade ganz schön nah. Ohne Spaß, die Mission ist sauschwer. Das ist nach einer nach einem Banküberfall ist das jetzt die zweite Mission. Okay. Also das erste ist ein kleiner Banküberfall und das ist jetzt eigentlich die zweite Mission. Steigt ein, ich komme danach. Also ich steig danach ein. Sitzt der Typ? Vorne. Okay. Kann ich von hinten rausschießen? Ja. Ah, okay, aber nur nach hinten. Ay, caramba. Was ist passiert? Ein Stein ist gestorben. Okay, du machst deine Spezialfähigkeit. So, ich flieg wieder auf den Flugplatz. Ja. Oh fuck. Wald. Busch, Baum. Was machst du? Ich hab den Busch nicht gesehen. Wo parkst du denn? Fahr hin. Oh Scheiße, sind das viele. So, ab ins Mitgliedertaxi. Ja, gib Gummi. Wird lustig. Moin Bernie. Oh mein Gott, als ob wir das schaffen. Oh weia, was war das? Ah, die Luftunterstützung Peter. Oh mein Gott, war das knapp. Ich wollte gerade sagen, für sofort weg überlebt er echt lange. So, ich hoffe, dass jeder überlegt, was er jetzt tut. Nee, nee, grinse Karl, ich fliege nicht. Also das ist eigentlich genauso schlimm, aber... Ich sag mal so, Oliver kann sehr gut fliegen. Wie du siehst. Oh, mir wird schlecht, hey. Aber dafür kann er nicht so gut landen. Sich selbst. Ich hoffe, ich lande nicht gegen den Stein. Grüße aus der Mühlenstraße in Aachen. Grüße zurück. Jetzt müssen wir deine Adresse. Also den Punkt. Oh, versuch uns bitte heile dahin zu bringen. Vor allem sehe ich das manchmal auf YouTube, dass die Mission dann failt, wenn wir rausspringen, weil der Typ anscheinend, der das Flugzeug dann weiterfliegt, dann stirbt. Jetzt ernsthaft? Ja, es gibt manchmal so einen Bug. OMSI 2 kommt bei mir nicht mehr, aber bei Nini. Wenn das jetzt der Fall ist, dann haben wir halt Pech. Ja. Ich wollte gerade schon aussteigen. Ich glaube, die Absprungzone ist tiefer, oder? Ah, ne. Ich
Ja, das hoffe ich auch. Hätten wir nicht geguckt, hätte Sebi am meisten bekommen. Wir haben Zeit, denkt bitte dran. Wir haben Zeit. Sieht gut aus. Und jetzt das Rotorblatt. Hab's geschafft! Ich bin nicht gegen den Stein. Hui! Oh nein! Oh fuck! No. Oh mein Gott! Bitte, bitte! Ich hab das echt gerade schon kommen sehen. Mir wurde gerade schlecht. Hab ich gerade Schiss bekommen, als ich zwischen Rotor und Heli vorbeigelaufen bin, nochmal extra. Jetzt haben wir es geschafft. Ich bin noch nicht sicher. Wir haben es geschafft, wenn da steht, wir haben es geschafft. Kehre zurück in die Stadt. Ah. Alles hängt jetzt von dir ab, Peter. Alles. Die ganze Mission. Wenn jetzt noch so ein NPC-Flugzeug einfach so ja, ja. in die reinfliegt. Den NPCs würde ich das zutrauen. Psst. Geschafft. Na endlich. Sehr wie schön. Das Geräusch von dem Heli jetzt noch so anders wird in der Cutscene. Ist aber normal. Wenn der an dir vorbeifliegt, ist der anders vom Sound. Du hast den Erfolg Gefängnisausbruch geschafft. Sehr gut. Ich habe einen Erfolg dafür bekommen, dass ich 25% für jeden verteilt habe. Das ist aber nett. Siehst du? Danke. Musst du uns sagen. Elite-Herausforderung freigeschaltet. Bonus fürs erste Mal? Hä? Ich habe doch schon so viele gemacht. Ich habe den zweiten jetzt. No, das ist schon komisch. Oh, Level 12, sehr gut. Ich glaube, jetzt kann ich selber starten, ne, mit 12. Du müsstest dir einfach nur ein eigenes Apartment kaufen, ja. Ah, da feiern wir wieder. Schön die Haare durch die Mütze. Sehr gut, feiern im eigenen Apartment. Fällt auch nicht auf. Warum hast du jetzt so einen hässlichen Gummianzug an? Was ist los mit dir? Du bist so kaputt. Oh Gott. Oh mein Gott, ich will hier raus. In meinem weißen Pulli ist ein Loch. Also im Spiel ein rotes Loch, ein Blutloch. Gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Mitspielen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das fand ich auch. Und vielleicht spielen wir die Tage nochmal mit. Oder morgen. Oder übermorgen. Spätestens Samstag. Spielt Nini mit. Wird lustig. Und ansonsten sage ich auch dem Chat schon mal Tschüss. Und ich wünsche euch alle im Stream noch einen schönen Abend. Weil ich bin müde. Vielleicht gucken wir noch ein bisschen Serie oder so. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Tschüss.